Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich bei einer weiteren Edition unserer Super Tuesday-Reihe in der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft begrüßen. Mein Name ist Monika Rosen. Heute ist der 8. März, International Women's Day. Das Thema liegt also, wenn Sie so wollen, gleichsam auf der Hand. Bevor ich aber auf die Details hier näher eingehe, gestatten Sie mir zwei persönliche Worte, die ich da Ihnen mitgeben darf. Wir leben in mehr als bewegten und in mehr als unruhigen Zeiten. Dennoch glaube ich, dass ich für alle in der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft spreche, wenn ich zwei Dinge festhalte. Die Wichtigkeit von Dialog in allen Situationen und mehr denn je in der jetzigen und die Wichtigkeit davon, die Position von Frauen zu stärken und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Beide Anliegen sollen an diesem Abend umgesetzt werden und ich freue mich sehr, dass Sie uns Gesellschaft leisten und uns dabei unterstützen. Die beiden Herren, die Sie üblicherweise, wenn Sie so einen Abend schon einmal gesehen haben, zu Beginn begrüßen, Philipp Pozenta, unser Präsident, und Rainer Newald, unser Generalsekretär, haben heute Abend aus gegebenem Anlass Serge Walresk den Damen das Feld überlassen. Nächstes Mal sind sie dann zu Beginn sicher wieder für Sie da. Ich habe also die Ehre und die angenehme Aufgabe, die organisatorischen Details hier am Anfang mit Ihnen durchzugehen. Bitte sehen Sie mir es nach, wenn ich den einen oder anderen Blick auf meinen Schwindelzettel mache. Wir sind sehr froh, dass wir heute Publikum wieder hier haben dürfen. Die Veranstaltung findet selbstverständlich im Rahmen der aktuell gültigen Covid-Bestimmungen statt. Ich darf zwei Minuten nehmen, um mich bei drei Partnern zu bedanken. Zunächst einmal bei unserem Medienpartner Kurier für die breite Berichterstattung schon im Vorfeld und für die Übertragung des heutigen Abends. Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Wiener Börse. Das ist lang überfällig. Die haben meine Wall Street-Serie von Anfang an unterstützt. Wir finden Aufnahme im Veranstaltungskalender der Wiener Börse. Dafür ein herzliches Dankeschön einmal von dieser Stelle. Und last but not least möchte ich mich bedanken bei der Google Zukunftswerkstatt, sowohl in Österreich als auch in der Schweiz. Erstmals haben wir Gäste zugeschaltet jenseits der Landesgrenzen. Wenn Sie uns also via Google Schweiz zuschauen, freut uns das ganz besonders. Ich darf sagen, küsst die Hand aus Wien. Wenn Sie heute Abend nicht zuschauen können, Sie wissen das, können Sie on demand auf dem YouTube-Kanal der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft den Abend nachverfolgen. Und natürlich sind Sie wie immer aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen. Bitte posten Sie Fragen herein. Der Rainer, auch wenn er zu Beginn nicht im Bild war, supportet den Abend selbstverständlich, beobachtet alle Kanäle, wird mir signalisieren. Also bitte, wenn Sie Fragen haben, dann freuen wir uns selbstverständlich über Ihre aktive Beteiligung. Das Motto des Abends lautet The Women of Wall Street. Sorry, wenn ich das Englisch gelassen habe, es hat mir so gut gefallen. Ich sage aber gleich zu Beginn, wir möchten einen Blick ein bisschen über den Tellerrand hinaus machen und zwar in zweifacher Hinsicht. Es geht ja um die Finanzbranche, aber nicht nur. Wir haben Damen aus anderen Berufsfeldern, aus anderen Lebensbereichen zu Gast. Und es soll, das ist immer noch ein Wall Street-Abend, nicht nur um Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellung, Diversität gehen, sondern schon ein bisschen weiter gefasst, vielleicht auch um die Frage, welche Rolle eben Diversität im Rahmen der viel zitierten ESG-Kriterien spielen kann, was nachhaltiges Investieren hier für einen Beitrag leisten kann. Also in diese Thematik möchte ich den heutigen Abend auch ein bisschen einbetten. Ich darf mich jetzt en bloc schon bei allen Damen, die heute Abend meine Gäste sind, herzlich für die Teilnahme bedanken und darf Ihnen jetzt sehr gerne das hochkarätige Podium vorstellen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir via Zoom Astrid Harz,
österreichische Botschafterin in den Niederlanden, ständige Vertreterin Österreichs bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Liebe Astrid, danke, dass du da bist und herzlich willkommen. Wenn wir schon beim Thema internationale Organisationen sind, dann darf ich ja also sozusagen hier einen Schwenk nach Brüssel machen, zu meiner Linken. Bitte begrüßen Sie mit mir Natalie Westerbarke, Director and Head of EU Public Policy bei Fidelity International. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Natalie. Die Fidelity ist einer der größten amerikanischen Finanzdienstleister. Die europäische Bankenszene ist aber heute Abend auch hochrangig vertreten. Auch via Zoom, bitte begrüßen Sie mit mir Anita Frühwald, Country Head Österreich und CEE bei der Banque Nationale de Paris, BNP Paribas Asset Management. Liebe Frau Frühwald, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Abend. Sehr gut. Sehr gut, das war jetzt eine sehr gute Wortmeldung. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass wir hier heute Abend sozusagen nicht nur arrivierte Kolleginnen bei uns haben, sondern dass wir auch eine jüngere Stimme hören werden, eine neue Generation, die heute Abend zu Wort kommt. Bitte begrüßen Sie mit mir Barbara Katz-Dobler, Fondsmanagerin bei Matheka und Partner Asset Management und die Vertreterin des österreichischen Kapitalmarkts heute Abend. Barbara, herzlich willkommen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, was wäre die Börse ohne Tech? Ohne Technologie gibt es keinen Handel heute mehr, aber sind wir uns doch ganz ehrlich, ohne Tech-Aktien wäre das Handelsgeschehen um eine aufregende, bewegende Facette ärmer. Wir sind also sehr froh, den nächsten Gast auch heute Abend hier begrüßen zu dürfen, Christine Antlanger-Winter, Country Director Google Österreich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und meine Damen und Herren, was wäre die Börse ohne Medien, ohne Berichterstattung? Wir brauchen jemanden, der die Geschichte erzählt. Wir brauchen vielleicht auch das Thema Financial Literacy, das vielleicht auch heute Abend angeschnitten werden soll, gerade auch im Zusammenhang mit Frauen. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass ich begrüßen darf Martina Salomon. Sie ist die Chefredakteurin des Kurier und die einzige Frau an der Spitze einer großen österreichischen Tageszeitung. Martina, vielen Dank. Danke, dass du da bist. Ich darf jetzt noch einen letzten organisatorischen Punkt und dann haben wir es versprochen sagen. Die Damen via Zoom, soll ich sagen, sie mögen stumm geschalten bleiben, bis sie etwas sagen wollen und dann den Sound aufdrehen. Astrid, darf ich bei dir anfangen? Du hast ein neues Programm ins Leben gerufen, ein Mentorinnenprogramm an der österreichischen Botschaft in Den Haag. Kannst du uns das vielleicht zum Einstieg in den Abend etwas näher bringen, bitte? Vielen herzlichen Dank, Monika, dir und der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, heute in dieser Runde teilzunehmen. Du hast es angesprochen, ja, ich bin natürlich nicht an der Börse tätig, aber ich habe im Vorfeld dieser Veranstaltung mir ein bisschen überlegt, was verbindet uns alle, abseits der Tatsache, dass wir Frauen sind und uns halt für die Gleichstellung einsetzen. Und da gibt es tatsächlich einige interessante Aspekte, wie ich finde. Und ja, wir waren ja in intensivem Austausch über die letzten Monate, Monika, und deswegen weißt du auch, dass ich dieses Mentoring-Programm in Den Haag ins Leben gerufen habe. Und tatsächlich, ja, ich sage da gerne ein paar Worte dazu. Ich bin in Den Haag Mitglied in dieser Gruppe der International Gender Champions. Das sind Männer und Frauen aus der Diplomatie und aus den internationalen Organisationen, die sich auch verpflichten, alljährlich mit detaillierten Pledges etwas für Gleichstellung und in letzter Konsequenz auch Diversität zu machen.
Und eines meiner Pledges war also, ein Mentoring-Programm zu machen, wo wir versuchen, dass arrivierte Frauen, jüngeren Kolleginnen ihre Erfahrungen weitergeben, sage ich jetzt einmal so ganz allgemein. Ich habe mit diesem Programm natürlich ein bisschen eine Verspätung aufgerissen durch Corona. Gerade in meinem Beruf, in der Diplomatie, ist das natürlich ein bisschen unbefriedigend, wenn man über 2 Jahre hauptsächlich über Zoom und andere virtuelle und elektronische Kanäle arbeiten muss und durch die diversen Lockdowns und Beschränkungen und vor allen Dingen auch durch die Einschränkungen beim Reisen, also vieles an persönlichen Meetings nicht möglich war. Und deswegen sind wir auch mit unserem Programm ein bisschen in Verzug. Jetzt haben wir aber das Ganze begonnen, und zwar mit einer Kampagne in Social Media, wo wir die wichtigsten Mentorinnen, die auch bereit waren, sich auf Social Media zu präsentieren, vorgestellt haben. Die Idee des Programms ist, dass Frauen in Führungspositionen aus der Diplomatie und aus dem Bereich des internationalen Rechts sich zur Verfügung stellen, bereit erklären, jüngeren Frauen ein bisschen was mitzugeben auf dem Weg. Warum Diplomatie und internationales Recht? Den Haag ist natürlich eine wichtige Hauptstadt in Europa. Daher gibt es also dort Botschaften zahlreicher Länder. Und darüber hinaus ist Den Haag ja in der Eigen- und teilweise auch Fremddefinition die Stadt des Rechts. Nicht? Also es gibt ja zahlreiche Institutionen und Gerichtshöfe, Gerichte, die in Den Haag ansässig sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, das also grundsätzlich für diesen Bereich zu machen. Als Mentorinnen gewinnen konnte ich für mein Programm zum Beispiel die Präsidentin des Kosovo-Tribunals, die Vorsitzende der Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs. Der Internationale Strafgerichtshof natürlich auch jetzt wieder sehr medial präsent durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und so haben wir jetzt eine Gruppe von, ich glaube, 10 oder 12 Mentorinnen bis jetzt, die eben bereit sind, ihr Wissen mit Jüngeren zu teilen. Auf der anderen Seite haben wir aufgerufen, dass Frauen aus der Diplomatie und aus dem Recht, die in der Karriere noch nicht so weit fortgeschritten sind und die gerne so Unterstützung hätten, sich bei uns melden können, damit wir sie dann mit diesen Mentorinnen matchen und insgesamt ein bisschen einen Austausch organisieren. Also das werden Vorträge sein und unterschiedliche Dinge, die wir da planen. Und nach dem heutigen Stand, glaube ich, haben wir bis jetzt 30 Interessentinnen, die also von den Erfahrungen und dem Wissen der arrivierten Kolleginnen profitieren möchten. Sehr gut. Vielen herzlichen, vielen Dank, Astrid, mal für die Intro. Dann darf ich vielleicht zur Nathalie weitergehen. Wir haben also jetzt gehört, ein Mentorinnenprogramm, ja, soll bei Diversität helfen. Im Vorfeld hat, glaube ich, eine Kollegin da ein paar Fragen hereingepostet. Ja, also eine davon war, was nützt das wirklich? Ja, das ist jetzt ein bisschen sarkastisch formuliert. Aber wie würden Sie das jetzt in die Diskussion von ESG, Nachhaltigkeit, Diversität einbetten? Das Mentorinnenprogramm ist von höchster Wichtigkeit, ganz klar. Aber was auch wichtig ist, ist natürlich die Vorbildfunktion als Unternehmen. Und hier wollte ich auch nochmal herausstellen, dass für Fidelity International dass also die Frauenförderung auch eine Top-Priorität darstellt. Wir sind wahrscheinlich das einzige Fondsverwaltungsunternehmen in der Größe, also von ungefähr, wir haben jetzt 750 Milliarden auf Assets unter Management in US-Dollar, die an der Spitze 2 Frauen haben. Und zwar zum einen haben wir einen Chair, die ist eine Frau, und unsere Vorstandsvorsitzende ist auch eine Frau.
Und dabei bleibt es natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass das aber ein Signal sendet, auch an die anderen Mitarbeiter. Und in Fidelity selbst ist das eine, wie gesagt, Top-Priorität. Und über Mentorinnen und Programme wollen wir, dass in allen Bereichen auch Frauen sich fortentwickeln und auch in Führungspositionen kommen. Was wir aber auch als Investoren ganz besonders wichtig finden, ist die Unternehmen, in die wir investieren. Da haben wir jetzt eine neue Voting Policy erstellt, wo wir sagen, es müssen mindestens 30% Frauen auf den Aufsichtsräten vertreten sein, sonst werden wir dagegen stimmen. Das ist also ein ganz starkes Signal an die Unternehmen, in die wir investieren. In den Entwicklungsländern ist da die Mindestschwelle von 15%. Und wir wollen aber natürlich auch diesen Unternehmen in ihren Unternehmen beiseite stehen, dass sie diese Ziele erreichen. Es geht nicht nur darum, ein Ziel zu setzen, sondern es geht darum, den Wandel voranzutreiben. Und das kann man eben nur, indem man sich mit den Unternehmen und der Unternehmensführung engagiert und für diesen Wandel den aktiv unterstützt. Und insofern ist das dann da auch von Wichtigkeit, dass man Mentorenprogramme in den verschiedenen Industriesektoren in den Unternehmen fördert und auch herausstellt, dass das für Fidelity International ein wichtiger Investitionspunkt ist. Was ich aber nochmal zum Schluss auch ganz kurz sagen wollte, ist, was ganz besonders wichtig ist, dass man die Frauen auch in Führungspositionen, in den Kernfunktionen von den Unternehmen bringt und sie darin fördert. Also nicht nur in oftmals in Unternehmen in diese Unterstützungsfunktion, Personalabteilung oder Marketing und auch die juristischen Bereiche sind ja auch oft Unterstützungsfunktionen. Und ich denke, daran müssen wir als Industrie auch noch viel mehr arbeiten. Sagen Sie mir noch einmal, wenn ein Unternehmen die Quote nicht erfüllt, was machen Sie dann? Also wenn das Unternehmen die Quote nicht erfüllt, dann gehen wir erstmal ins Gespräch mit der Unternehmensführung, stellen diesen Mangel hervor, geben dem auch eine Chance, nochmal nachzubessern erstmal. Ja. Da muss man ja auch, wie gesagt, man kann ja eigentlich nur einwirken, wenn man investiert bleibt. Aber wenn nichts bringt, dann müssen wir natürlich auch das veräußern, aber das auch als Ultima Ratio, als allerletztes Mittel, denn wir halten es für wichtiger, auf den Prozess, den Transformations- und den Gleichstellungsprozess einzuwirken, als eine Aktie zu veräußern. Ja, also dann gebe ich doch gleich einmal an die Christine Antlanger-Winter weiter. Ich gehe mal davon aus, Fidelity hat seine Google-Position oder Alphabet-Position noch nicht abgestoßen, aber Silicon Valley ist nicht dafür bekannt, ein Hort der Diversität zu sein. Wie sehen wir das denn? Ja, also da ich ja keine Finanzexpertin bin, ich glaube, das ist allen hier klar, kann ich nur aus der Tech-Branche sprechen. Und wir haben generell das Thema des Tech, und das ist wahrscheinlich die Parallelität auch zur Finanzbranche, eine historisch männerdominierte Branche ist. Ja. Es ist etwas, wo ich auch immer persönlich einen sehr starken Bezug dazu habe, weil ich tatsächlich ein Technologiestudium selber gewählt habe und aber auch als Mädchen, junge Frau keinen irgendwie gearteten besonderen Zugang zu Technologie hatte. Ich habe ein ganz normales Gymnasium gemacht. Aber es gab eine Fachhochschule, die Fachhochschule Hagenberg, damals relativ früh noch gestartet, die einen Studiengang Medientechnik und Mediendesign angeboten haben. Und das hat mir ohne einen besonderen Zugang zu Technologie oder Mathematik oder whatsoever gehabt zu haben, mein Interesse geweckt und mir sozusagen diesen Zugang ermöglicht. Und wir haben dort wirklich also programmiert und haben hier wirklich ein vollwertiges technologisches Studium gemacht. Und ich erzähle diese Geschichte sehr gerne aus verschiedenen Aspekten. Eine davon ist, dass gerade im Technologiebereich wir, glaube ich, sehr dringend schauen müssen, und das ist ein Effort, den wir alle gemeinsam machen müssen, dass wir diesen Zugang ermöglichen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, den jungen Frauen und Mädchen zu erzählen, dass Technologie toll ist. Die andere Möglichkeit, die ich für wesentlich effektiver halte, ist, die Mädchen und jungen Frauen und by the way auch andere, also Männer sozusagen und jeden, der nicht jetzt einen natürlichen Zugang zur Technologie hat, dort abzuholen, wo die natürlichen Interessen gelagert sind und das mit Technologie zu verknüpfen. Weil ja zum Beispiel Technologie ohnehin Teil unseres Lebens ist, so wie auch Finanz. Also das, glaube ich, hat so eine schöne Parallelität, wo man vielleicht auch viele Methoden sich abschauen kann, wo muss ich denn ansetzen. Und weil vorher jemand gesagt hat, oder die Wortmeldung kam aus dem Publikum, ob das Mentorinnenprogramm was bringt, ich glaube, es braucht
braucht ganz viele verschiedene Maßnahmen. Es gibt nicht diese one single thing, das uns jetzt helfen wird. Ja, wir müssen dort sozusagen am Nachwuchs arbeiten. Wir müssen die, so wie wir Digital Skills erhöhen in der Gesellschaft, Financial Literacy ganz sicher bei Frauen erhöhen in der Finanzbranche. Wir müssen mehr Role Models schaffen. Also quasi, wir müssen die zeigen, die sozusagen Inspiration sein können. Oder wir müssen Austausch fördern und ganz viele andere Maßnahmen setzen. Super, also dann würde ich einmal sagen, die Amerikaner werden ihrer Rolle als aktive Marktteilnehmer in jeder Hinsicht gerecht, aber eine besondere Situation herrscht doch auch in Frankreich, Frau Frühwald. Ich komme zu Ihnen. Die Französinnen sind eigentlich dafür bekannt, dass, was die Vereinbarkeit von Familie und Karriere betrifft, Sie da vielleicht das eine oder andere uns voraus haben. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen einen Einblick geben? Das kann ich. Als ich vor 19 Jahren bei BNP Paribas Asset Management gestartet habe, bin ich ab und an nach Frankreich gefahren zu unserem Head Office. Und ich war sehr erstaunt, dass dort sehr viele Portfolio-Managerinnen und Führungskräfte Kinder hatten. Und zwar nicht eins, sondern zwei, drei oder sogar mehrere. Ich kann mich an eine Technologie Co-Managerin erinnern, die hatte vier Kinder und ich habe sie gefragt, wie geht das eigentlich? Weil ich habe meine berufliche Karriere in einer Privatbank gestartet, wo alle wichtigen Positionen von Männern innegehalten worden sind. Und eigentlich wir Frauen, wir waren eher die Assistentinnen und die Arbeitsbienen. Aber alles, was interessant war, ging dann doch absolut in männliche Hände. Und das war für mich eine große Überraschung. Und der Grund dafür ist, und vielleicht darf ich Ihnen eine Zahl geben in Frankreich aus 2019, die Kinder pro Frau, die ist 1,86 je Frau. Und wenn ich Ihnen gebe die Zahl von Kindern in Österreich, das ist 1,46, da sind wir unter dem EU-Schnitt. Und warum ist das so? In Frankreich ist es grundsätzlich, haben sie ein, ich würde sagen, sehr rigides Arbeitsrecht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sie haben eine extrem kurze Karenz. Die Bankenbranche ist da noch sehr, sehr privilegiert mit 12 Monaten. Aber andere Branchen, da müssen die Frauen einfach nach 6 Monaten wieder arbeiten. Was bedeutet das für den Arbeitgeber? Das bedeutet, dass er planen kann auf der einen Seite. Das heißt, es wird auch nicht wirklich um einen Ersatz gesucht. Und das Arbeitsrecht, und das finde ich sehr positiv, wenn eine Frau eine Führungsposition hatte vor der Karenz, dann kommt sie auch in diese Führungsposition wieder zurück. Und das andere, was in Frankreich vielleicht, und ich glaube, da können wir uns gerade auch in Österreich etwas abschauen, ist einfach, dass sie nicht Rabenmutter genannt werden, wenn sie ihr Kind in die Kinderkrippe geben. Dieses Wort Rabenmutter, das existiert im Französischen überhaupt nicht, sondern das ist dort wirklich gang und gäbe. Und das andere, was uns auch unterscheidet oder was Frankreich unterscheidet von Österreich, ist auch das Steuersystem. Das heißt, je mehr Kinder sie haben, umso weniger Steuern zahlen sie. Das heißt, es gibt nicht direkte Zahlungen an die Mütter, sondern, oder an die Familien, sondern es reduziert die Steuerlast. Und das führt dann auch dazu, dass gerade gut verdienende Frauen auch Kinder bekommen. Und Frankreich gilt nicht für alles als Role Model, aber in diesem Bereich, muss ich sagen, glaube ich, sind sie schon federführend. Und eines möchte ich auch noch dazu sagen, 1,86 Kinder je Frau. Wir haben einen Facharbeitermangel in der Zukunft oder wir haben ihn jetzt schon, dass ich jungen Frauen sagen will, kommt auf den Arbeitsmarkt, wir brauchen euch. Und wir als BNP Paribas Asset Management zum Beispiel haben sehr, sehr viele Programme für junge Frauen,
die ganz einfach ihnen weiterhelfen sollen, Karriere zu machen. Und was bei uns tatsächlich gelebt wird, und das ist nicht nur in Frankreich so, sondern auch in den anderen Ländern, wo wir tätig sind, Mutter sein behindert nicht eine Karriere. Sehr gut. Wunderschöne, wunderschöne Aussage. Vielen herzlichen Dank. Ich entschuldige mich für das kurzfristige technische Problem. Liebe Barbara, du bist in einem Feld tätig als Portfolio-Managerin, das heißt eine klassische Männerdomäne im ohne dies eher männlichen Bankengeschäft gilt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen zum Einstieg von deinem persönlichen Zugang da etwas sagen, wenn ich das fragen darf, wie bist du da im Portfolio-Management gelandet? Sehr gerne. Also ich habe mich für die Welt der Kapitalmärkte fasziniert, schon als Teenager in der Handelsakademie, habe mich dann aus Interesse an den Pluskurs Börse angemeldet, ein Freifach, 2 Stunden in der Woche, und konnte so erste Nähe zum Kapitalmarkt aufbauen. Das Highlight dieses Kurses war dann ein Besuch, eine Exkursion nach London zu Bloomberg, zur Metallbörse. Und das hat so richtig meine Begeisterung für dieses Thema geweckt und auch die Inspiration dafür. Und so habe ich mich für diesen Beruf, der für mich wirklich als Berufung gilt, auch entschieden. Super, also das finde ich wirklich toll. Wie gesagt, gerade im Asset Management sind sehr, sehr wenige Frauen unterwegs. Martina, wir haben eine Vielzahl von Zugängen, eine Vielzahl von Eindrücken jetzt gehört. Es ging auch um die jungen Frauen. Sag uns vielleicht jetzt einmal aus deiner Erfahrung oder aus deiner Position heraus, was du da jetzt, wie du das vielleicht ein bisschen beurteilen würdest, die vielen verschiedenen Initiativen, die da gesetzt werden, die verschiedenen Zugänge. Kannst du da jetzt vielleicht so ein erstes Resümee auch oder eine erste Beurteilung für uns geben? Also ich finde es gut, dass das französische Modell da auch eine Rolle gespielt hat. Ich bin am Vormittag gesessen bei einem Frauenpodium mit Helga Rabel-Stadler, der Frau des Bundespräsidenten, und der Valerie Hackl von Austro-Control und der Staatssekretärin Ed Stadler. Da haben wir auch über dieses Modell gesprochen und sind alle zur gleichen Meinung gekommen, dass man in Österreich eigentlich für Karriere glaubt, auf Kinder verzichten zu müssen. Das halte ich mal für ganz schlecht. Also da sind wir noch immer schlecht aufgestellt. Und ich glaube auch, dass bei uns die Frauen zu lang in Karenz bleiben. Also ich merke es auch bei den jungen Frauen um mich herum. Und das ist natürlich dann schon ein ziemlicher Karrierestopp. Ich glaube, schneller, schon, man kann ja eine Zeit lang Teilzeit arbeiten, aber auch durch die Pandemie hat es jetzt auch so einen Backlash gegeben, haben wir heute auch zu Mittag irgendwie festgestellt, dass die Frauen wieder noch mehr und noch weniger, also noch mehr Teilzeit und noch weniger am Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Das ist natürlich nicht sehr toll. Also wir sind im Kurier, haben genau vor einem Jahr am Frauentag zusammengezählt. Wir haben eine Frauenquote von 52%, muss ich sagen, zu unserer eigenen Überraschung. Aber natürlich in den Medien ist das sicher einfacher als im Finanzbereich. Ich finde auch Mentoring-Programme sehr, sehr gut. Ich zähle oft am Abend allerdings als Chefredakteurin dann in meiner eigenen Zeitung die Köpfe, was Männerköpfe und was Frauenköpfe sind. Und es sind 90% oft Männerköpfe und nur 10% Frauenköpfe, was wirklich ein Wahnsinn ist. Und ich glaube, weil Sie auch gesagt haben, Role Models, wir Medien müssen auch dafür sorgen, dass wir mehr Fachfrauen in den Vordergrund stellen, aber die Fachfrauen selber müssen sich auch aktiver zu Wort melden. Gerade in diesem Wirtschaftsbereich, und ich weiß es, wir haben zahllose Studien ja auch selber gemacht, wir wissen, dass Frauen lieber Geschichten lesen, wo Frauenköpfe herausschauen. Das heißt, gerade in diesem, wenn man findet, und das wäre ja auch ganz wichtig, in diesem ganzen MINT-Bereich gibt es zu wenig Frauen, auch zu wenig Männer, da gibt es einen Fachkräftemangel insgesamt, aber wenn wir wollen, dass sich mehr Frauen für diesen Bereich interessieren, dann braucht es mehr weibliche Role Models, die auch die Klappe aufreißen und auch für unsere Podiumsdiskussionen und Interviews zur Verfügung stehen. Und da habe ich halt dann oft das Gefühl, wenn ich auch für ein Kurier Podiumsdiskussionen und so zusammenstelle oder um Interviews anfrage, dass in den vielen Unternehmenskulturen dann so ist, dass man lieber den Mann vorschickt oder dass die Frau von sich aus sich zurückzieht und sagt, was sieht mein Chef, setzt den aufs Podium, und oder überhaupt
selbst wenn es quasi der Unternehmen in Ordnung findet, dass sie sich hinsetzt, hat sie das Gefühl, ich könnte mich dort blamieren oder irgendwas sagen, was vielleicht nachher durch den Social Media Wurst gedreht wird, was natürlich jetzt im Moment auch nur eine extra Gefahr ist, weil man als Frau dort, sage ich jetzt ganz ungeschützt, oft mehr verarscht wird als die Männer. Also man steht härter auf dem Prüfstand, um es freundlicher auszudrücken. Also, aber diesen Mut, sich auf ein Podium zu setzen, sich interviewen zu lassen, sie öffentlich aufzutreten, das halte ich für ganz wichtig, damit auch junge Frauen den Mut fassen, in diese Bereiche zu gehen. Ich habe denken müssen, wie ich dir jetzt zugehört habe, Martina, eine ORF-Redakteurin hat einmal zu mir gesagt, sie verbringt 80% ihrer Zeit damit, Frauen zuzureden, sich interviewen zu lassen. Sicher, bei all diesen Podiumsdiskussionen ist es so, und ich meine, mir zieht es die Schuhe natürlich aus, wenn ich nur immer irgendwelche Podien sehe, wo dann 10 Männer und keine einzige Frau drauf sitzt. Das geht, das ist Gott sei Dank nicht mehr State of the Art, kommt zwar noch immer vor, aber ich weiß, dass man händeringend den Frauen hinterherrennt, während die Männer sagen, wann soll ich da sein und erst dann, worum geht's? Und die Frauen, worum geht's? Oh, bin ich da kompetent genug? Könnt ihr mich da blamieren? Oh je, ich schicke lieber einen anderen. Das ist wirklich eine Seuche. Das wissen wir, dass das und durch, Monika, ja. Du bist genau das Gegenteil. Das finde ich wirklich super, dass du dich mutig und weil du auch so gescheit bist, auf jedes Podium haust und dort redest. Du bist das klassische Role Model für diese Branche natürlich auch. Vielen Dank, Martina. Jetzt hast du mich in Verlegenheit gebracht. Meine Damen und Herren, das war wirklich nicht abgesprochen. Aber okay, vielen herzlichen Dank. Aber was das Zweite, was ich jetzt gehört habe, und da hake ich aber jetzt ein. Wie hoch ist die Frauenquote beim Kurier? 52% Super. In Führungsfunktionen, ja. Okay, jetzt hast du das abgeschossen, weil an und für sich 52% ist auch die Frauenquote im Finanzbereich. Aber eben Summe über alles. Und es gibt eben diese Studie von McKinsey, wo von der kaputten Sprosse die Rede ist, Broken Rung. Also auf der unteren Ebene jede Menge Frauen, aber dann wird's eng. Schon der erste Karrieresprung ist schwer und je weiter wir hinaufkommen, umso schwieriger wird's dann. Ja? Können wir vielleicht zu dem Thema in der Finanzbranche, Natalie, etwas sagen. Sie werden mir jetzt gleich sagen, dass es bei Fidelity anders ist. Das ist schon okay. Allerdings die Investmentstrategen, die ich bis jetzt kennengelernt habe oder die ich im YouTube gesehen habe, waren dann schon alle nicht weiblich. Ja, da haben Sie auch recht. Und ich meine, wir denken schon, dass wir viel erreicht haben, aber auch bei uns müssen wir auch noch nachbessern. Da sind wir auch dabei, das will ich auch offen eingestehen. Und ich denke, also erstens mal wollte ich sagen, Martina, da sprechen Sie mir wirklich aus dem Herzen, was Sie da gerade gesagt haben. Und da wollte ich Ihnen auch zustimmen. Und da braucht man vielleicht auch tatsächlich mehr Frauen, die sich dann auch trauen, diesen Schritt zu tun und mehr auf Podiumsdiskussionen dran teilnehmen. Und ich denke, Monika, zu der Frage, die du stellst, warum kommen Frauen oftmals zwar dann rein, aber nicht dann weiter hoch? Da helfen natürlich eben genau diese Förderprogramme und diese Mentorenprogramme. Aber ich denke, ein ganz wichtiges Thema, was jetzt gerade stattfindet, wird hoffentlich auch mehr Interesse, da geht es wieder um diesen Zugang, den Sie auch erwähnten, verstärken, und zwar ist das ESG-Thema. Ich denke, und das ist ja im Investmentbereich ganz wichtig, dass man diese ESG-Themen anlegt, auch an die Unternehmen, in die man als Fondsverwalter investiert. Das heißt, wenn wir in ein Unternehmen investieren, schauen wir uns genau an, wie sind die aufgestellt hinsichtlich Klima, hinsichtlich sozialer Faktoren, hinsichtlich Governance. Dazu gehört natürlich auch, wie sind diese Frauenquoten in diesen Unternehmen. Und wir hoffen, dass das auch Anreize schafft für die jungen Frauen, diese Kriterien in der Unternehmensbewertung mit einfließen zu lassen und dass es sie dann halt auch den Anreiz schafft, überhaupt in diesen in diese Berufsbranche einzusteigen und weiterzukommen. Und hier gibt's natürlich auch viele Qualifikationen akademischer Art, die man erwerben kann, um den Zugang zu finden oder um auch dann weiterzukommen, immer innerhalb des Unternehmens. Also ich würde sagen, dass das auch ein ganz wichtiger Bereich ist, dass man sich immer weiterhin qualifiziert und dass man dadurch dann hervorsticht. Also nicht nur im Job gut ist, sondern auch, wenn es geht, in die eigene Fortbildung investiert. Und ich denke, dass das dann insgesamt auch den Mainstream werden wird, dass mehr Frauen sich das dann trauen, wenn sie andere Frauen sehen. Und mein Appell an die jungen Frauen wäre, einfach nicht aufgeben und weiter im Prozess drinnen bleiben, weiter versuchen.
Alles klar. Vielleicht kann ich kurz zur Kollegin Frühwald jetzt da hinüberschwenken beim Thema ESG. Was hat denn eine französische Großbank zu dem Thema zu sagen? Ich meine, wenn ich jetzt etwas pointiert bin, dann sage ich, ersetzt ein, zwei Frauen mehr in irgendeinem Gremium dann die eine oder andere Tonne CO2. Ich möchte zuerst etwas sagen zu dem Thema 10 Männer in einer Podiumsdiskussion und keine Frau. Das gibt es bei uns, bei BNP Paribas, nicht mehr. Wir sind 2019 zu einer Initiative beigetreten, die heißt Jamais sans elle. Das bedeutet nicht ohne sie. Das heißt, unsere Exco-Members der gesamten BNP Paribas-Gruppe haben sich dazu verpflichtet, dass sie nicht auf Podiums gehen oder ins Fernsehen, wenn eine Diskussionsrunde mehr als drei Männer hat und keine Frau dabei. Das heißt, sobald, und da gilt, die Moderatorin zählt dazu nicht. Das heißt, alle unsere Exco-Members würden nicht an solchen Diskussionen mehr teilnehmen. Das gilt sowohl für intern als auch für extern. Aber zu Ihrer Frage, Frau Rosen, bezüglich ESG, BNP Paribas Asset Management ist sicherlich einer der Pioniere im Bereich ESG. Die Themen E, Ecology und G sind sicherlich sehr gut schon, ich würde sagen, diskutiert und auch angewendet. Das S-Thema, wo die Frauen dazugehören, das ist noch ein bisschen unterrepräsentiert. Und was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel wir mittlerweile seit 2021 40% Frauen im Management haben. Eine Referenz zur Frau Katz-Dobler und ihre, ich würde sagen, Außergewöhnlichkeit als Fondsmanagerin ist, dass Citywire einen Gender Report 2021 einen Award vergeben hat und analysiert hat, dass nur 11,8% der Fondsmanager Frauen sind. Das heißt, die Frau Katz-Dobler ist tatsächlich in der Minderheit. Und was wir bei BNP haben, unsere Quote ist mittlerweile 24%. Was für uns wichtig ist, ist unsere Voting Policy und Stewardship. Das hat Fidelity ja schon ein bisschen ausgeführt. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir uns angesehen haben, beziehungsweise ISS beauftragt. Das ist eine Datenbasis, die 17.000 Unternehmen, börsengelistete Unternehmen analysiert hat und sich angesehen hat, was ist der Frauenanteil. Und wir haben auch, wie Fidelity, definiert, dass wir in Developed Markets, also vor allem Europa, New Zealand, auch South Africa, eine Minimumquote von 30% in Management Positions haben möchten. Die anderen Staaten ist es auch 15% festgelegt. Und wir machen dasselbe. Wir schließen ein Unternehmen nicht per se aus, wenn es diese Quote nicht erfüllt. Wir sprechen mit den Unternehmen und wenn es da kein Einlenken gibt, dann wird der Titel tatsächlich aus dem Portfolio geworfen. Und ein weiterer Punkt, und ich glaube, da sind wir wieder federführend und da bin ich als Frau ganz besonders stolz, wir haben unsere Hiring Policy geändert. Das heißt, also es ist tatsächlich so, wir sind männlich dominiert. 58% der Mitarbeiter sind immer noch Männer, 42% Frauen. Aber wir haben definiert, dass wir, wenn wir junge Talente suchen, seit 2022 50-50 Quote gilt. Das heißt, wir haben, wir geben jungen, talentierten Menschen die Chance und wir
haben uns tatsächlich dazu verpflichtet, 50% in Frauen zu investieren und die auch an Bord zu holen. Eine andere Zahl, die ich Ihnen gerne nennen würde bei unserem Frauenanteil im Bereich S, ist, dass wir 2021, und ich habe ja schon die Zahl genannt, 11,8% der Frauen, der Portfolio-Manager, und da geht es ja darum, Geld zu investieren, in 100 Asset-Managern, die analysiert wurden von Citywire, sind Frauen. Und wir haben 2021 49 Personen fürs Portfolio-Management oder Related Services gesucht. Und wir haben 40% Frauen aufgenommen. Und wir wollen in der Zukunft 50% diese Quote auch erreichen. Da sind wir aber noch ein bisschen weg. Aber ich glaube, das Wichtige ist, unter 30, da verpflichten wir uns für 50-50 und da kommen super tolle Frauen auf uns zu, die ihre Zukunft mit uns gemeinsam gestalten. Also ich sehe, es gibt eine Vielzahl von Initiativen und wenn Sie mir einen ganz kleinen Seitenhieb jetzt verzeihen, als langjährige Analystin bei den Unternehmern muss ununterbrochen das Telefon läuten, wann die ganzen Fondsmanager oder die ganzen Investmentgesellschaften immer diskutieren, warum die Quote nicht passt. Aber gut, das wird so sein. Der Rainer signalisiert mir, dass wir zwei Fragen haben. Bitte, Rainer. Ja, also hier ist die Männerstimme aus dem Off. Ich darf vielleicht kurz zwei Fragen zusammenfassen, die irgendwie ein bisschen zu tun miteinander haben. Kann man sagen, dass die Karriererahmenbedingungen für Frauen in österreichischen Firmen schlechter sind als bei internationalen Firmen? Das ist die eine Frage. Und die zweite, wie lang wird der unerträgliche Zustand noch aufrechtzuerhalten sein, dass das Gehaltsniveau noch immer unterschiedlich ist? Wann wird das endlich ausgeglichen? Na, dann fange ich mit der zweiten Frage an und gebe die bitte der Astrid. Weil ist nicht irgendwie im weitesten Sinn dieser Pay Gap, ich weiß schon, du bist jetzt natürlich Botschafterin und keine Beamtin, aber im öffentlichen Dienst eigentlich am geringsten. Was können wir von Botschaftern vielleicht oder vom öffentlichen Sektor lernen? Also ich bin natürlich eine Beamte. Und nach diesen sehr interessanten Ausführungen übrigens muss ich sagen, wir sind auch in der Tat privilegiert. Ja? Wir haben natürlich schon sehr lange das Faktum, dass mindestens 50% der ins Außenministerium einsteigenden Frauen sind. Wir haben aber zusätzlich im öffentlichen Dienst ja die Vorgabe, dass bei gleicher Qualifikation für einen Posten, solange in Führungsfunktionen nicht gleich viele Frauen wie Männer sind, bei gleicher Qualifikation die Führungsfunktion an die Frau geht. Ja? Ich betone noch einmal, bei gleicher Qualifikation, weil es gibt ja immer wieder Leute, also die auch in Sachen Quote und so dann immer sagen, naja, dann kommen also Frauen, die nicht so ideal qualifiziert sind in irgendwelche Positionen. Als ob alle Männer, die in irgendwelche Positionen kommen, immer so ideal qualifiziert werden. Wurscht. Also wir sind da im öffentlichen Dienst sicher privilegiert. Und wir haben auch kein Gender Pay Gap. Denn im öffentlichen Dienst werden Männer wie Frauen gleich bezahlt. Wir haben allerdings auch das gleiche Pensionsalter. Das heißt, Männer wie Frauen im öffentlichen Dienst gehen nach Vollendung des 65. Lebensjahres in Pension. Insofern können wir unsere Situationen nicht unmittelbar miteinander vergleichen. Aber auch bei uns ist es so, dass natürlich noch nicht gleich viele Frauen in den hochrangigsten Führungspositionen sind wie Männer. Wobei bei uns das immer ein bisschen eine Momentaufnahme ist, weil wir ja alle 4 Jahre uns verändern. Nicht? Also als Diplomaten wechseln wir alle 4 Jahre den Job. Deswegen ist das immer eine Momentaufnahme, wie viele Frauen in welchen Führungspositionen sind. Bitte, Martina.
Ich glaube nicht nur, dass Frauen bei uns zu lange Karenz bleiben, ich glaube auch, dass sie zu früh in Pension gehen, beziehungsweise dieses ungleiche Pensionsalter führt dann dazu, ich will jetzt nur mein eigenes Beispiel nehmen, ich bin mit 58 Chefredakteure geworden und seither fragen sie mich alle paar Monate mehr oder weniger irgendwelche Menschen, wann ich eigentlich in Pension gehe. Also ich glaube nicht, dass man einen 58-jährigen Mann fragt, wann er eigentlich in Pension geht und ob er eh in 2 Jahren noch da ist. Eigentlich haben alle gewartet, ich schleiche mir eh mit 60, so ungefähr. Jetzt bin ich noch immer da und bin 61,5. Und da ist halt, viele Männer machen da noch mal einen Gehaltssprung beziehungsweise einen Karrieresprung, während Frauen, denkt man, die ist eh in 2 Jahren weg, der biete ich gar nichts mehr an, der biete ich keine Fortbildung mehr an und die kriegt dann diesen Karrieresprung. Das ist ein wichtiger Punkt, auch dieses zu lang in Karenz bleiben und dann auch die falschen Studienrichtungen. Also Frauen, es wurde eh zuerst gesagt, gehen gerne Personal, Marketing in eher subalternen dienenden Bereichen, während dort, wo das mehr Geld zu verdienen ist, Controlling, Finanz, das studieren sie dann auch. Also insofern sind sie natürlich auch ein super Role Model. Man muss auch mehr in diese Bereiche gehen. Und noch ein Punkt, Frauen, also das beobachte ich, als jetzt bin ich fast 20 Jahre selber in Führungsverantwortung, verhandle auch oft mit Leuten, die ich aufnehme. Männer fordern sehr oft selbstbewusster mehr Geld ein als die Frauen. Und ich meine, ich muss jetzt selber auch auf mich, mein Vorgänger hat viel mehr verdient als ich. Also es ist nicht so, dass ich das dann auch alles richtig mache wahrscheinlich. Also ich glaube, es liegt auch daran wahrscheinlich. Ja, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Wahrheiten drinnen gewesen, die für uns alle irgendwo an irgendeinem Punkt in der Karriere, glaube ich, schlagend wurden. Barbara, ich frage dich jetzt, weil ich eigentlich, also diese Frage, die da mal kam, ich weiß nicht, ob du dazu etwas sagen willst, Karrierechancen für österreichische Frauen schlechter als international, lassen wir das einmal dahingestellt, aber da können wir vielleicht gleich noch einmal drauf eingehen, aber was ich dich vor allem auch fragen will, wie beurteilst du die Publizität auch der verschiedenen Kriterien, gerade auch im Hinblick auf Diversität, aber auch andere, bei den österreichischen börsennotierten Unternehmen, in die du investierst? Also ich weiß, die Unternehmen beschäftigen sich sehr, sehr stark mit diesen Themen. ESG, die EU-Taxonomie, die sind auf der Agenda der Vorstände. Bisher ist die Datenlage noch sehr, sehr schlecht. Es ist noch sehr vieles in Arbeit. Es wird dann auch einiges vom seitens des Regulators kommen, bis dann eine ordentliche Datenlage da ist. Ja. Es wird noch etwas dauern, aber ich denke, die österreichischen Unternehmen sind hier durchaus an der Arbeit. Alles klar. Dann darf ich vielleicht noch einmal auf diese Frage Karrierechancen der österreichischen Frauen seien schlechter als international. Bitte, wir haben eine Top-Managerin eines amerikanischen Tech-Konzerns hier sitzen. Warum stimmt das nicht, Christine? Oder stimmt's eh? Ich kann ehrlich gesagt keine Generalaussage dazu treffen. Das, was ich aber sagen kann, weil mir einfach die Fakten dazu fehlen, muss ich sagen. Aber ich werde das mir noch genauer anschauen. Ich finde das eine sehr spannende Frage. Was ich sagen kann, ist, dass die Intensität und das Level an Maßnahmen, die man in einer Unternehmenskultur, aber auch an den wichtigen Stellschrauben sozusagen wirklich vornimmt, in einem Unternehmen wie Google so intensiv sind, ja, und so schon zu einem sehr hohen Grad meines Erachtens auch wirklich greifen und viele Dinge vorwegnehmen, dass ich schon hier einen sehr großen Sprung sehe. Und ich war ja vorher lange Jahre in der Werbe-Media-Marketing-Branche, in einer Mediaagentur und habe in viele österreichische Unternehmen auch reingesehen. Ja. Und wenn ich dort so den Zugang, die Konsequenz vergleiche, wie man mit Unternehmenskultur umgeht und damit auch mit dem Thema Diversity, das ist schon ein Riesenunterschied. Das ist nämlich sehr positiv wahr in dem sehr internationalen Unternehmen, in dem ich jetzt bin. Und vielleicht darf ich auch noch auf einen Punkt kommen, den ich vorher schon machen wollte, weil er sehr gut zu dem auch gepasst hat, was Martina Salomon gesagt hat, nämlich sowohl auf dieses Sichtbarwerden, das sich sozusagen zutrauen, auf einem Podium zu sprechen, auch als Frau, aber auch zu dem Thema selbstbewusst verhandeln. Wir haben eine Initiative bei Google, die wurde von einer Googlerin gegründet, also wirklich so Grassroots Campaign, die heißt I am Remarkable, ich habe das Shirt dazu an. Und das kam aus dem Problembewusstsein, dass diese Googlerin meinte, sie
tut sich viel schwerer, über ihre Erfolge zu sprechen im Unternehmen. Und das ist ja eigentlich der Kern all dieser Dinge. Ja? Und hat sozusagen ein Format entwickelt, eine Art Workshop für Frauen, wie man besser über eigene Erfolge sprechen kann, selbstbewusster. Ja? Und da gibt es diesen Satz dazu, it's not bragging when it's based on facts. Ja? Und diese Initiative ist wirklich so gut angenommen worden. Ja? Es gibt mittlerweile, glaube ich, 250.000 Leute, die diese Workshops gemacht haben. Es gibt Train-the-Trainer-Sessions, das steht auch jedem offen. Es wurde dann auch erweitert für alle, die dafür interessiert sind, nicht nur für Frauen. Und ich finde, das ist so ein wirklich tolles Beispiel, weil dort auch mit vielen Auswirkungen ein großer Hebel liegt, ja, dieses sich Dinge zutrauen, über Erfolge sprechen zu können. Deshalb bin ich persönlich auch ein großer Fan davon. Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie sich so beteiligen, meine Damen und Herren. Der Rainer hat noch eine Frage, bitte. Das ist jetzt ein bisschen länger, aber es ist kein Co-Referat, aber es ist zumindest eine kleine Stellungnahme. Ich bin Beamtin in der Justiz und erlebe im Berufsalltag, dass sich trotz der 50%-Quote bei der Ausschreibung einer Führungsposition fast keine Frau darauf bewirbt, da die Seilschaften der Männer und Netzwerke so stark scheinen, dass diese zu starken Respekt vor diesen männlichen Macht haben. Also selbst diese Quote hilft noch nicht viel. Frage in die Runde. Wären ist der Aufbau von Frauennetzwerken sinnvoll, nicht nur im öffentlichen Dienst. Wie sieht es da im Finanzbereich bzw. im Tech-Bereich aus? Sehr gut. Welche der Damen möchte? Martina, sag. Also ich habe zum Beispiel ein hervorragendes Projekt gehalten, das sehr viele Frauen in wichtige Positionen gebracht hat, war dieses Aufsichtsrätinnenprogramm, das etliche Frauen durchlaufen haben, die dann am Ende wahrscheinlich sogar besser ausgebildet waren als die männlichen Aufsichtsräte. Und da hat quasi die Quote, die ich nicht sehr befürworte, sage ich, aber da hat die Quote das bewirkt, dass die Unternehmen sich gedacht haben, huch, ich brauche da wen, und da hat sich dieses Programm gebildet. Also ich glaube, es braucht wahrscheinlich auch so institutionalisierte Dinge, damit was weitergeht, und ich halte schon etwas von Frauennetzwerken, weil es ja sehr viele Old and Young Boys Clubs gibt, wo man auf informellen Weges quasi sich Jobs für sich und die Kinder quasi besorgt. Also es ist leider so, dass es auch nicht schlecht ist, wenn die Frauen sich zusammentun. Ich halte übrigens auch, das ist jetzt ein kleiner Sidestep, ich war 15 Jahre lang im Standard, und dort haben wir die Standard damals gegründet und uns eingeschworen darauf, übereinander nie schlecht zu reden. Es ist nämlich auch total wichtig, dass Frauen werden oft abwertend gesehen oder anders gesehen als Männer, und oft sind dann die Frauen auch dabei, dass man irgendwie blöd redet über eine Geschlechtsgenossin. Also dass man sich selbst auch irgendwie mehr unterstützt, glaube ich, ist am Frauentag auch ein wichtiger Punkt. Sicherlich, ja. Also dann darf ich von links nach rechts vorgehen. Barbara, bitte. Also ich finde auch, dass das Netzwerken von Frauen etwas unterschätzt wird, die Wichtigkeit dafür. Es ist extrem wichtig, gut vernetzt zu sein am Wiener Finanzmarkt. Ich glaube einfach, dass das, ich netzwerke sehr, sehr gern, und denke, das hat mir doch durchaus in einigen Situationen schon unterstützt. Alles klar. Bitte, Nadeli. Ja, danke. Ich würde auch sagen, dass Frauennetzwerke sehr wichtig sind, auch vor allen Dingen als Erfahrungsaustausch. Man lernt ja dann auch von den anderen und kann dann eben vergleichen, sind das ähnliche Situationen, wie haben die anderen Frauen diese Situation für sich gelöst und daraus lernen. Aber ich halte das genauso für wichtig, auch geschlechterübergreifende Netzwerke, falls es dafür einen fachlichen Begriff gibt, weiß ich nicht, aber Männer- und Frauennetzwerke sich dazu betätigen, denn insgesamt finden wir die Lösung nur, wenn beide Geschlechter, Männer wie Frauen, sich der Situation bewusst sind und sie auch verändern wollen. Also es kann nicht nur sein, dass nur die Frauen hier aktiv werden, sondern man muss, glaube ich, an der Wahrnehmung von Männern und von Frauen sich da weiterbilden und fortkommen, denn was oft das Problem ist, ist auch die Zuschreibung von Kompetenz. Die findet auf unterbewusster Ebene, glaube ich, anders statt bei Frauen für Frauen und bei Männern für Männern. Und ich denke daher, dass möglichst Netzwerken auch nicht nur in Frauennetzwerken, sondern insgesamt wichtig ist. Wir haben noch eine Frage. Bitte, Rainer. Eine letzte Frage, die von einer Kurierseherin kommt, wie sie selber schreibt. Sie sagt, wie lange wird es eigentlich den Frauentag noch geben müssen? Erster Teil. Und was sollte der heutige Tag an die österreichische Politik mitgeben? Ui. Ui. Aber Martina. Okay.
Also dafür haben wir dich eingeladen. Okay. Okay, okay. Naja, also man fragt sich natürlich auch gerade diese Ereignisse, die natürlich gerade rundherum stattfinden, ob wirklich noch immer ein Frauentag notwendig sein soll. Und ich bin auch ein Skeptiker von diesen Tagen. Aber insgesamt muss man auch sagen, es ist doch auch einiges weitergegangen in den letzten Jahrzehnten. Es ist nicht so, dass das gar nichts passiert. Aber ich glaube auch, dass die Politik und auch die Medien schon weiter sind als manche andere Bereiche. Also in der Politik achtet man irrsinnig drauf. Also es gibt keine Regierung mehr, wo nicht die Hälfte Frauen sind mittlerweile und wo bewusst, wenn eine Frau ausscheidet, auch dann jemand gesucht wird, der jetzt nicht gerade wieder ein Mann ist. Aber ich glaube, man muss sehr viel noch immer tun bei den Dingen, wie dass man Frauen für Naturwissenschaft, Technik, Finanzen interessiert, also auch für diese Bereiche. Ich glaube, da ist noch immer ganz, ganz viel zu tun. Ich glaube nur, ein Thema, das wir gar nicht besprochen haben und das riesig im Kommen ist, was tun wir mit Leuten mit Migrationshintergrund, wo wir gerade wieder patriarchalische Strukturen wieder aufbauen in unserem Land und dadurch auch wieder Rückschritte machen. Ich glaube, auf das müssen wir sehr genau schauen und ich bin mittlerweile im Kurier, weil wir ja auch die Frauenquote in Führungspositionen erreicht haben, habe ich eine innere Quote, die, ohne dass ich sie riesig nach außen kommuniziere, in dem Fall tue ich es, dass jemand, der mit Migrationshintergrund ist, der hat bei mir jetzt Vorrang momentan. Weil ich glaube, das ist eigentlich, in vielen Bereichen müssen wir jetzt darauf schauen, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch irgendwie Fuß fassen können in den Finanzen, in den Medien, in der Politik und so weiter. Da sind wir noch überhaupt nicht divers. Das ist wahrscheinlich schon der nächste Schritt. Ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, das sehr unterschätzt wird. Überhaupt keine Frage. Wir machen eine ganz kurze Abschlussrunde. Ja? Ich würde es sehr charmant finden, aber ich möchte keine Dame hier nötigen. Ich stelle es Ihnen frei. Also entweder Sie sagen mir, I am remarkable, weil, das würde ich sehr gut finden. Wenn Sie das nicht wollen, ja, dann haben Sie das ist auch eine Frage, die uns zugegangen ist im Vorfeld, haben Sie eine goldene Regel oder einen Hinweis für eine Karriere für eine junge Kollegin? Ja? Astrid, hast du mich gehört? Darf ich mit dir anfangen? Meine Weisheit in Bezug auf Karriere steht absolut im Zusammenhang mit dem, was die Dame im Chat gesagt hat, dass sie Beamtin ist und in ihrem Berufsalltag erlebt, dass Frauen sich nicht trauen, teilweise gegen diese männlichen Seilschaften überhaupt anzutreten. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Das ist auch der Grund, warum ich eben dieses Mentoring-Programm ins Leben gerufen habe. Und meine goldene Regel ist, lasst euch nichts fallen. Ja? Ich bin vor fast 30 Jahren ins Außenministerium eingetreten und da haben alte Kollegen allen Ernstes zu mir gesagt, Kinderl, was machen Sie hier? Warum tun Sie nicht heiraten? So schier sind Sie ja nicht. Also das war damals halt eine Realität, das hat sich sehr geändert. Was sich nicht geändert hat, ist, Frauen müssen sich auf die Füße stellen, wenn sie etwas wollen und wenn sie etwas erreichen wollen. Das wäre meine Message. Super, vielen Dank. Dann darf ich zur Frau Frühwald gehen. Ich würde sagen, mein Statement ist, tue Gutes und sprich darüber. Ich glaube, Frauen tun wahnsinnig viel, sind wahnsinnig leistungsfähig, können wahnsinnig viel und gehen nicht in den Vordergrund. Deswegen sprich darüber, sag deinem Chef, was du alles gemacht hast und dann geht's schon. Und ein weiteres, was ich sagen würde, stell dein Licht nicht unter den Scheffel und überleg dir bei jeder Gehaltsverhandlung, warum du mehr Geld haben willst und was du alles geleistet hast. Und der dritte Tipp ist, wir alle mögen Homeoffice. Auf der anderen Seite, liebe Frauen, geht's ins Büro, ganz wichtig, weil sonst werdet ihr nicht gesehen und werdet übergangen. Super, finde ich einen sehr guten Gedanken. Bitte, Christine. Ja, also da waren viele Dinge dabei. Ich glaube, das, was ich mitgeben möchte, ist, dass wir uns auch darauf besinnen, weil das haben wir heute nicht gehabt, warum diese Diversity oder Gender Equality so wichtig ist.
weil sie bessere Ergebnisse bringt. Unternehmen, die beide Geschlechter sozusagen ausgeglichen haben, haben bessere Betriebsergebnisse. Ja? Und Unternehmen, die Produkte machen für viele Menschen, brauchen auch diverse Perspektiven, um die besten Produkte machen zu können und die besten Entscheidungen treffen zu können. Und es sind bessere Diskussionen, bessere Entscheidungen, wenn das Team divers ist. Und das ist mein Punkt, mit dem ich abschließen möchte. Bitte, da werden Sie nicht widersprechen, Natalie. Ne? Ich werde auf jeden Fall nicht widersprechen. Und meinen Rat wäre einfach, nicht den Mut zu verlieren und weiterhin an der Sache bleiben. Und auch, wenn sich die Chancen ergeben, aber anders als geplant, einfach sie wahrnehmen. Weil oftmals passiert das Leben halt nicht wie geplant. Und da muss man trotzdem aus jeder Situation versuchen, das Beste zu machen. Auch wenn es nicht das ist, was man eigentlich erreichen wollte. Aber von dort kommt dann wieder der nächste Schritt. Insofern immer Mut haben und weitermachen. Barbara. Absolut, ich kann mich nur bei meinen Vorrednerinnen anschließen. Was ich jungen Frauen mitgeben möchte, ist den Mut haben, einmal aus der Reihe zu tanzen, aktiv Entscheidungen zu treffen und frei nach dem Motto, don't dream it, be it. Sehr gut. Martina? Ich mache mir den Wahlspruch von der Rabel Stadler zu eigen und sage, ich habe keine Geduld für Frustration. Alles klar, alles klar. Also ich würde mal sagen, meine Damen, wenn Sie das jetzt gestatten, dass ich das jetzt einmal so zum Schluss zusammenfasse. Ich hoffe, es war einiges für Sie dabei, für mich selber ganz bestimmt. Ich darf für mich persönlich einen Satz aufgreifen, den die Astrid gesagt hat. Er ist mir zu Herzen gegangen, denn bevor ich in die Schule gekommen bin, in den 60er Jahren, ich war 6 Jahre alt, hat mein Vater einen einzigen Satz zu mir gesagt. Du brauchst davon niemanden was gefallen lassen. Er lebt nicht mehr, aber ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden. Und ich finde, das war kein schlechter Advice. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute Abend unsere Gäste waren. Bitte schauen Sie das nächste Mal wieder zu bei der nächsten Super Tuesday-Veranstaltung der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft und natürlich auch bei meinem nächsten Wall Street-Abend. Vielen lieben Dank natürlich auch an den Kurier für die mediale Unterstützung. Alles Liebe, machen Sie es gut und meine Damen, United we stand. Alles Liebe.